Habt ihr euch eigentlich schon mal gewundert, warum es so wenige Apps für CarPlay gibt? Der App Store quält ja über vor Apps und für CarPlay die Möglichkeit, auf dem Bildschirm des Autoradios Apps vom iPhone anzuzeigen, dort herrscht, naja, gähnende Leere ist übertrieben, aber es ist sehr wenig, was wir dort vorfinden. Es gibt ja auch gelungene Beispiele, wo man sich halt fragt, warum gibt es nicht mehr davon? Meine Lieblings-App zum Beispiel ist Overcast, der Podcast-Player, der eine wunderbare Möglichkeit anbietet, Podcasts zu hören, wie zum Beispiel den Apfelfunk, aber eben auch alles Weitere. Was ich auch sehr gelungen finde, ist die CarPlay-eigene Karten-App von Apple. Als Alternative kommt aber auch Google Maps in Betracht, also beide ergänzen sich relativ gut. Andererseits gibt es aber eben auch Apps, die nicht so gut gelungen sind und wo man sich halt fragt, warum sind sie so? Also nehmen wir mal WhatsApp. WhatsApp bietet die Möglichkeit, dass ihr Nachrichten verschickt, aber wenn ich Nachrichten bekomme, dann ist es eigentlich keine wirkliche Hilfe. Warum ist das so? Und darum soll es in diesem Video gehen. Warum gibt es so wenige Apps? Nun ist es erstmal so, dass nicht jeder einfach so für CarPlay seine App entwickeln kann. Apple hat ja ein Entwicklerprogramm, wo man sich registrieren muss. Das kostet ungefähr 100 Euro pro Jahr. Und dann kann man Apps entwickeln und auch im App Store bereitstellen. Bei CarPlay gibt es aber eine weitere Hürde. Man braucht ein sogenanntes Entitlement. Und dieses Entitlement, das ist eine Art digitale Signatur, eine Datei, die einen berechtigt, eben auch für diese besondere Form von App zu entwickeln. Ohne geht es also nicht. Und damit man diese Berechtigung bekommt, muss man sie bei Apple beantragen. Diese Beantragung setzt voraus, dass ihr einer der 6 Kategorien entspricht mit eurer App, die überhaupt zugelassen sind für CarPlay. Als da wären auf der einen Seite Audio-Apps, naheliegenderweise, also Radio, Podcast und dergen mehr. Kommunikation, wie zum Beispiel WhatsApp. Allerdings gibt es sehr wenige Apps dazu. Warum das so ist, dazu gleich mehr. Ladesäulen. Ja, das Laden von elektrischen Autos ist ein großes Thema. Dafür möchte Apple gerne Apps sehen, die einen zum Beispiel zur nächsten Ladesäule dann navigieren. Navigation sowieso. Die guten Beispiele hatten wir genannt. Es gibt ja zum Beispiel noch Waze, was auch ganz praktisch ist, aber leider eher in Amerika vertreten ist. Parken, großes Thema natürlich im Auto. Wie finde ich einen Parkplatz? Und was im europäischen Raum, zumindest im deutschsprachigen Raum bislang völlig unterrepräsentiert ist, die Kategorie schnelles Bestellen von Essen. Also sprich, ihr fahrt in einen Drive-In rein und bestellt schon im Auto dann das Essen, sodass ihr es dann direkt in Empfang nehmen könnt. Dafür gibt es hierzulande meines Wissens noch keine gelungenen Beispiele oder überhaupt Beispiele. Der Punkt, der Entwickler allerdings abschreckt, neben eben den Kategorien und neben diesem Entitlement, ist, dass Apple sehr, sehr, sehr viele Regeln hat und Einschränkungen, was CarPlay-Apps betrifft. Als da wäre, Apps dürfen Nutzer nicht auffordern, zum Beispiel ergänzend ihr iPhone in die Hand zu nehmen, um sich zum Beispiel irgendwo einzuloggen, um eine Aktion zu machen. Klingt ja recht naheliegend, denn der Nutzer soll ja auch möglichst während der Fahrt nicht abgelenkt werden. Also eine Regel, die eben sehr sinnvoll ist, die allerdings natürlich den Aktionsradius dann deutlich einschränkt, weil auch im stehenden Betrieb, also wenn ich gar nicht fahre, das eben nicht erlaubt ist und dann sich alles in der CarPlay-App möglichst abspielen muss, beziehungsweise in der iPhone-App, und dann muss ich dann irgendwie sehen, dass ich das in die CarPlay-Version übertrage. Nachrichten, E-Mails und andere Sachen dürfen nicht angezeigt werden. Und da sind wir bei dem Punkt, warum das Thema Kommunikation im Sinne von Messenger-Apps so schlecht sich darstellt. Wir haben ja die iMessage-App von Apple selber, die einem ja wenigstens vorliest dann, wenn eine neue Nachricht kommt. Bei WhatsApp und Konsorten ist das nicht der Fall. Man wünscht sich ja manchmal, dass man irgendwie da reingucken kann, um dann zu sehen, wer einem da geschrieben hat und was er geschrieben oder sie geschrieben hat. Das darf allerdings nicht angezeigt werden und das schränkt natürlich dann den Radius enorm ein. Das gleiche gilt für das Layout von Apps. Also es gibt sehr, sehr klare Vorgaben, ähnlich wie beim Apple TV, wie ein Layout aussehen darf. Es gibt sogenannte Templates für die Anzeige und die dürfen auch nur bis zu einem bestimmten Grad in die Tiefe gehen, nämlich maximal 5 Seiten in die Tiefe inklusive der Hauptübersichtsseite. Nun gut, das ist relativ viel, ansonsten wird es ja auch recht unübersichtlich. Gleichwohl ist das natürlich dann gerade mit dem Layout auch wiederum eine Einschränkung in den Möglichkeiten. Apple sagt, es dürfen nur bedeutsame Aktionen auf
CarPlay-Apps laufen. Nun, was ist bedeutsam? Was heißt das genau? Und das alleine ist ja auch wieder so ein Punkt. Bedeutsam muss sich halt dann legitimieren. Es muss wirklich sehr sinnvoll sein, was natürlich dann das Experimentieren mit Apps wahrscheinlich auch etwas einschränkt und zumindest auch irgendwelche lustigen Apps und, naja, Apps, die man irgendwie nicht definitiv braucht und diesen Kategorien entsprechend dann ausschließt. Und last but not least, Text-to-Speech ist untersagt, zumindest wenn ich dann Siri nicht benutze. Also Siri kann dann benutzt werden von Entwicklern, hat aber natürlich auch wiederum gewisse Limits. Und es ist eben nicht möglich dann, wenn man das schon nicht anzeigen darf, etwas wenigstens vorlesen zu lassen, wenn es dann nicht mit Siri geschieht. Und das ist natürlich eine weitere Einschränkung. Also ihr seht, das Thema CarPlay-Apps erklärt sich relativ gut von selbst, warum die Auswahl recht übersichtlich ist, warum so wenige Entwickler etwas wagen, warum wir eigentlich ein wenig auf der Stelle stehen bei dem ganzen Thema. Wie seht ihr das? Was sind eure Lieblings-CarPlay-Apps? Lasst es mich wissen unten in den Kommentaren. Liked dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr interessiert seid an weiteren Videos zu diesem Thema oder zu weiteren Apple-Themen. Für heute sage ich herzlichen Dank für euer Interesse. Tschüss von der Nordsee.